Deutsch. Hallo, Pedro. Hallo, Annie. Ich habe dich schon lange nicht gesehen. Was machst du? Ich hatte gestern meinen letzten Kurstag und möchte mich heute zur Prüfung im nächsten Monat anmelden. Wow. Hast du denn so viel gelernt, dass du wirklich schon so weit bist? Ja, also ich hoffe doch. Das ist cool. Natürlich bin ich nervös, aber ich habe immer meine Hausaufgaben gemacht. Oh ja, das ist genau der Punkt. Ehrlich gesagt hatte ich kaum Zeit zum Lernen. Du bist einfach zu faul, glaube ich. Hihi. Vielleicht hast du ja recht. Ganz sicher sogar. Aber möchtest du es nicht doch versuchen? Dein Kurs ist schon lange zu Ende und du hast ja noch ein paar Wochen. Okay. Wir können vielleicht gemeinsam lernen. Natürlich nur, wenn du Lust und Zeit hast. Ja, melden wir uns doch einfach an. Ich war gerade am Weg zum Schulsekretariat. Gut. Schau mal, ob du einen Termin bekommst und ruf mich dann bitte an. Ja, das mache ich gerne. Also dann, bis später. Guten Tag, Frau Schulze. Guten Tag. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern? Mein Name ist Annie Hudson und ich war Kursteilnehmerin im Kurs von Michael. Natürlich kann ich mich an Sie erinnern, Frau Hudson. Wie kann ich Ihnen denn heute helfen? Ich möchte mich bitte zur Prüfung anmelden. Haben Sie denn noch einen freien Termin im nächsten Monat? Ja, da kann ich Ihnen noch zwei Termine anbieten. Haben Sie am 23. des Monats Zeit? Ist das ein Montag? Nein, das ist ein Dienstag. Oh, das ist leider schlecht. Am Dienstag muss ich immer auf meine Nichte aufpassen, weil meine Schwester da den ganzen Tag arbeitet. Das verstehe ich. Dann haben wir noch den Donnerstag in derselben Woche. Das ist großartig. Kann ich mich jetzt gleich bei Ihnen anmelden? Gerne können wir das machen. Ich bitte Sie, mir noch ein paar Fragen zu beantworten sowie dieses Formular auszufüllen und zu unterschreiben. Dann brauche ich auch noch eine Kopie von einem Personalausweis. Ich habe meinen Pass vergessen. Ist das ein Problem? Nein, das ist überhaupt kein Problem. Bringen Sie mir morgen einfach das ausgefüllte Formular unterschrieben gemeinsam mit einer Kopie von Ihrem Reisepass vorbei. Bitte überweisen Sie die Prüfungsgebühren dann innerhalb einer Woche. Das mache ich gerne. Um wie viel Uhr beginnt denn die Prüfung? Die Prüfung fängt um 9 Uhr in der Früh an und dauert ein paar Stunden, je nach Anzahl der Kandidaten. Ach ja, können Sie mir bitte noch ein Formular für einen Freund mitgeben? Gerne gebe ich Ihnen zwei Formulare. Ich brauche bitte jetzt noch einmal Ihren vollständigen Namen. Bitte buchstabieren Sie zuerst den Vornamen. Annie. A. N. N. Y. Also mit Y. Und mein Familienname ist Hudson. H. U. D. S. O. N. Und Ihre aktuelle Anschrift? Wo wohnen Sie bitte? Ich wohne in der Deutschstraße 1 in 5020 Salzburg. Danke. Das habe ich notiert. Und Sie kommen aus den USA, das heißt, Sie sind amerikanische Staatsbürgerin? Das ist richtig, ich bin aber in Seoul geboren. Oh, das wusste ich gar nicht. Und wie sind Ihr Geburtsdatum und Ihr Familienstand? Ich bin am 27. Dezember 1987 geboren, bin ledig und habe keine Kinder. Sehr gut. Danke, Frau Hudson. Damit sind die wichtigsten Fragen beantwortet. Hier sind noch die beiden Formulare sowie zwei Zahlscheine. Wir sehen uns morgen. Das Büro ist von 8 Uhr bis 10.30 Uhr geöffnet. Danke schön für die freundliche Auskunft, Frau Schulze. Dann bis morgen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Deutschprüfung. Wir fangen mit dem schriftlichen Teil an. Ich bitte Sie, die Antworten nicht in das Prüfungsheft zu schreiben. Bitte verwenden Sie dafür die Antwortblätter, die bereits auf Ihrem Tisch liegen. Bitte achten Sie auf die Zeit und schummeln Sie nicht. Liebe neue Nachbarn, ich bin gerade in eine nette Wohnung Ihres Hauses eingezogen und möchte deshalb eine kleine Party feiern. Dazu lade ich Sie gerne herzlich ein. Die Party findet am 31. Mai um 19 Uhr statt.
Ich habe bereits Getränke besorgt und werde Brötchen vorbereiten. Bitte nehmen Sie also nichts mit. Ich freue mich auf Sie. Sagen Sie mir bitte kurz Bescheid, ob Sie kommen können. Liebe Grüße, Annie Hudson. Oh. Der schriftliche Teil war nicht gerade einfach. Vielleicht hätte ich mehr lernen sollen. Ach, Pedro. Wie oft habe ich dich angerufen, damit wir uns treffen, um zu lernen? Zumeist hattest du nur die Mobilbox an. Tut mir leid, aber ich musste trainieren. Morgen ist ein wichtiges Spiel. Ich denke, ich trete jetzt gar nicht mehr zur mündlichen Prüfung an. Die beginnt bereits in 5 Minuten und ich habe heute noch nichts gegessen. Komm, gehen wir lieber in die Cafeteria. Du bist verrückt. Aber wenn du meinst, dann geh halt. Ich komme dann nach der Prüfung nach. Deutsch lernen.